Windeln mitgebracht? Scheiße. Hast du denn keine gekauft? Nein, deswegen habe ich dich doch angerufen. Und was ist heute Nacht? Ja, weiß nicht. Vielleicht hast du ja Glück. Das Megakacker hast du nämlich schon auf dem Spielplatz gemacht, ne? Toll. Sag einfach Danke. So. Die Oma muss jetzt los. Die ist nämlich mit dem Jan-Peter verabredet. Und deswegen hat die sich auch so schön gemacht. Hm? Nicht so viel. Ja, knutsch nicht so viel. Ich zähle jetzt bis drei. Dann gehen wir nach Hause. Eins, zwei, drei. Worte, dann Taten, sonst Kommunikationsfalle. Sag mal, Marie, eine Freundin von mir will ihren Sohn zu den Wäldereroberern geben. Sind die ja nicht gut? Bilingual, oder? Die sind sogar... Ella, jetzt gib mal den Löffel ab. Die sind sogar multilingual. Das ist also mit den Stärken des Kindes nicht gegen die Schwächen, ist natürlich gut. Ja, kriegst du aber eh keinen Platz. Und künstlerisch machen die zum Beispiel nada. Nee, ja, das stimmt auch wieder. Hey, Sweetie, what do you wanna say? Hallo. Hallo. Ich bin gar keine Mutter. Ich find's herrlich hier. Weil ich liebe Parallelwelten. Diese verschiedenen Ebenen, wenn man so kosmisch abstrahierend entfernt, also so schwingungsmäßig. Jimmy, don't you dare hit her again! Mehrsprachig aufzuwachsen ist ein großer Vorteil für Kinder. Allerdings manchmal ist zum Beispiel psychologisch erwiesen, dass Fremdsprachen, die man nach dem 15. Lebensjahr lernt, nicht mehr mit Kindheitstraumata belegt werden. Das kann helfen. Jimmy, no, esta maleta es negra! Hä? Spanisch, erste Lektion. Ja, ich kann Spanisch, aber hier ist weder ein Koffer noch ist irgendwas negra. Ist doch völlig egal. Es geht doch um den Klang der Sprache. Vielleicht solltest du mal Deutsch mit deinem Sohn reden. Hä? Übrigens, Melinda. Hallo. Der etwas andere Babysitter. Energetisch gesehen. Und? Das ist das Beste. Nur ausnahmsweise? Nachts. Oh, das ist meine letzte. Kein Problem, ich verzichte, ich sitte selbst. Burnout. Aber sie arbeitet doch gar nicht. Ich muss ein paar Sachen mal mit dir besprechen. Hm. Das gibt's doch nicht! Du machst das super. Ich liebe dich. Es hat geklappt. Ach Gott. Die neue Kampagne. Lutz, jetzt leg mal die Füße hoch. Cornelia und ich machen das schon. Gell, Cornelia? Ich muss arbeiten. Ich kann mich nicht auch noch um deine Mutter kümmern. Kommst du, Cornelia? Ja. Die besten Chancen auf einen Platz haben bei uns Embryos zwischen 2 und 4 Monaten. Das ist hier eine postnatale Anmeldung. Ich arbeite. Ach so. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Mutter. Oh, schön. Ich auch. Und sonst? Leo isst morgens Obstsalat. Heute ist doch Oma-Ausnahmetag. Jetzt ist mal Schluss mit Oma-Ausnahmetag. Jetzt kommt die Ausnahme von der Oma-Ausnahme. Entschuldigen Sie bitte, soll ich jetzt einfach mit dem Kinderwagen hier die Umgehungsstraße nehmen? I got nothing to lose. Es geht nicht. Ich schaff das. Poor excuse. Können Sie sich ungefähr vorstellen, wie Sie uns beiden hier täglich auf den Dinkelsack gehen? Leute, Sie haben Ihre Brut nicht im Griff. Und keine Angst, die Mama schimpft auf mich. Du bist ja hochbegabt. To your face, speaking out of place. Mama kommt! Ob Mama wohl überhaupt mal wieder kommt? Ist vegane Ernährung für Kinder nicht ein bisschen so einseitig? Nein. Im Grunde fallen nur 3 Dinge weg. Leichenteile, Milch. Aber sollten Kinder nicht wenigstens mal ein Ei essen dürfen? Sollten Kinder mit einem Gewehr nicht wenigstens mal eine Katze erschießen dürfen?